Wenn EC ein Puppe wie ein dicker Mann aussieht. Schild steht Bundesstaat Washington. Jo, geile Sache. Das klingt gut. So, was haben wir noch? Wir können noch, hier, was ist denn da? Das ist eine Uhr, die sich ganz im Kreis dreht. Die Opfer servieren wir mal eine seltsame Uhr, tickt, aber der Raum vermittelt den Eindruck, die Zeit stehe still. Welcher Raum? Hier ist kein Raum. Ich meine, du kannst jetzt von Time and Space reden, aber ich sehe ja keinen Raum. Ja, gut, es ist ein Raum, aber es ist irgendwie ein Raum ohne Raum. Ein Raum. Es ist ein Raum ohne Raum. Hey, wieso? Ja, was soll ich sagen, muss nochmal an der Stelle, das ist wahrscheinlich schon der zweite Part, guten Tag im zweiten Part. Dieses Spiel wurden schon let's played von den lieben Dude Lebo und den lieben anderen Leuten, denen es nicht gelungen ist, es fertig zu spielen. Dude Lebo war der Einzige, der es zu Ende gebracht hat. Guckt mal bei den Dude Lebo rein, das ist Jesus und Jesus macht coole Spiele, macht nur coole Spiele. Und es wird euch wirklich sehr gefallen, einfach mal rein, wenn ihr die gechillte Art der Weise, wenn ihr das Spiel gechillt gucken wollt, dann schaut doch beim Dude an, ich schreie eh nur herum, aber da ist mir egal. So, außerdem will ich hier nochmal den Reverend Rave erwähnen, den lieben Pi, ich weiß nicht, ob du dir da anguckst, aber auch an dich habe ich gedacht. Und deshalb machen wir ein weißer Bildschirm. Und auch du sollst erwähnt sein. Du bist auch nie vergessen. Was beginnt denn? Achso, da oben ist sogar ein Kerzenleuchter. Das ist super. Was ist jetzt passiert? Zack. Ich glaube, ich habe irgendwas gerade übersprungen. Can you hear me? It's me, York. Ich habe irgendwas übersprungen. If you can hear my voice, could you respond? Egal. Schaffe ich das rechtzeitig? Ich weiß nicht. Okay. Good. I thought you went to sleep. Ich weiß nicht manchmal, warum du mich das fragst. Zack, don't be surprised. The crime took place out in the country this time. Let's take it slow. Na klar. Okay, Zack? Sacharel, Jesus, Mann. Ja, ich spiele dieses Spiel, wie gesagt, nur auf die Empfehlung von anderen, weil es soll kein Fan sein, ich nehme alles zurück. Ich kenne dieses Spiel, ich weiß nicht, was für ein Spiel es ist. Ich weiß nicht, ob es ein Abenteuer... Ich weiß nicht, was für ein Spiel es ist, ob es ein Action-Spiel, ein Abenteuer, oder ein Puzzle oder Quest oder keine Ahnung Spiel ist. Ich weiß gar nichts über dieses Spiel, muss ich ehrlich sagen, weil man hat es mir einfach angedreht. Und spielt es jetzt. Nasty, even sadistic. So this is, oh yeah, it's always asking for it. It's partner's job. This is a super drum junkie. And Jerry. Well, in the Tom and Jerry show, they live with each other. Hello? Hello? Ich mag den Typen, er ist so lustig. Er ist so ein lustiger Kerl. Wenn er jetzt gleich irgendwie von der Planke runterfährt, ne, dann dreh ich durch. The Bureau still can't get me a satellite phone. These puppies are making me go to another town in the boondocks again. Well, I'll be a happy camper, even if it ends up being a waste of time. At the very least, it'll get me to Cramp City for a while. Right, Zack? The perpetrator from the last case really was something. Who'd have thought there'd be razors laced into your nails? Crazy. Just crazy. Well, at least I now have a scar to show off. See this? I got this when I arrested... Mit wem redest du? Women. You're crazy. Don't you agree, Zack? Wer ist Zack? Wenn ich auch nicht sofort über Zack zu reden, ne? Dann rede ich gleich über Hans-Peter. Und Hans-Peter ist mein unsichtbarer Stuhlfreund. Nee, mein Stuhlfreund ist Raphael. Entschuldigung. Oh Scheiße, die Dinger. Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Ja, ich bin der Neger. Okay. Ah, ich bin der Neger. Wieso ist doch von der Planke gesprungen? Ich hab's euch auch gesagt. Wann hab ich's euch gesagt? Genau, ich hab's. Scheiße. Ich bin der Autofahrer. Du kannst auch. Die Eichhörnchen gerade Affengeräusche gemacht. Du hättest auch einfach bremsen können. Ehrlich, du hättest einfach auf die Bremse drücken können, hättest einfach sagen können, nö, ich hab keinen Bock mehr. Nee, stattdessen fährst du weiter und sagst, mir ist alles egal, was soll der Scheiß? Das ist alles überbewertet. Ach, genau. Dein Laptop ist wichtig. Und dein Telefon auch.
Sonst noch welche Wünsche? Übrigens wusstest du, dass dein Licht noch an ist. Übrigens hast du die Zigarette noch im Mund. Du bist ein ganz cooler Kerl. Oh, jetzt geht dein Ding jetzt auf einmal wieder. Hm. Das ist doch schon mal viel wert, muss ich schon mal sagen. Also stell mal vor, die würde nicht mehr gehen. Dann. Oh yeah. Ich kann echt cool rauchen. Ich bin der coolste Raucher, den die Welt kennt. Okay, ich rauche einfach noch einmal, weil ich das so gut kann. Wieso hast du jetzt eine neue Zigarette genommen? War die alte Zack, here goes the civilized world. Wenn du mir nicht sofort sagst, wer Zack ist, dann bringe ich dich um. Möchtest du speichern? Ja, bitte, sonst drehe ich gleich durch. Taschenlampe ein, aus. Das ist schon mal viel wert. Taschenlampe. Was ist... Wo ist überhaupt deine Taschenlampe? Hä? Meinst du die, die du nicht hast? Willst du mich verarschen? Ich sollte dieses Spiel, glaube ich, nicht in Frage stellen. Ich glaube, da ist eigentlich eine Taschenlampe. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich stelle es mal irgendwo da. Ist wahrscheinlich eine hinter seinen Umhang, hinter seinen Händen versteckt. Wir gucken uns mal die ganze Gegend hier an. So. Wir haben ein Stahlrohr. F-Kasten E... F-Kasten. Das ist Kasten. Das kommt in den Kasten. Hä? In welchen Kasten? Okay, gut. Agenturauszeichnung bekommen. Ja gut, damit kann ich schon mal viel anfangen. Einsatzmesser, Einsatzmesser, hier. Los geht's, ey. Los, stech Leute ab. Achso, gut, dann halt nicht. Ich habe eine Pistole mit unendlichem Schuss. Geil. Das ist wirklich geil. Achso, so nehme ich das Ding in die Hand. Und, ja. Anscheinend, ja. Gut. Wir sind schon mal einiges weiter, würde ich sagen. Eigentlich nicht. Eigentlich habe ich keine Ahnung, was wir haben. Eigentlich habe ich keine Ahnung, warum wir auf eine Taschenlampe, warum wir das Haus. Okay, gucken wir uns mal weiter um. Was ist denn hier noch? Hier ist. C. Ich will jetzt nicht wieder in den Kasten mit meinen Sachen. Ah, der Kasten. Schön, dass wir den Kasten haben. Endlich haben wir einen Kasten. Liste Stahlrohr. Objekte verstauen. Objekt herausnehmen. Ja, gib mir mal das Rohr. Danke. Objektlimit. Ja, nimmst. So, also ich kann in den Kasten, kann ich also Objekte und Waffen tun. In den Kasten, will ich nochmal an der Stelle erwähnen. Ich tue Objekte in den Kasten, der hier einfach herumliegt. Tue ich Sachen in den Kasten. So, ich nehme das Stahlrohr einfach schon mal. Für alle Fälle, falls irgendeine Scheiße gleich passiert, nehme ich schon mal Sachen aus meinem Kasten und laufe schon mal woanders hin. So, ich habe Sachen jetzt aus meinem Kasten rausgenommen. Und ich schaue mal, was sich damit machen lässt. Bestimmt gar nichts. Okay. Was magst du an der Taste nicht? Okay, anscheinend mag er die Taste nicht. Ich sollte diese Taste nicht verwenden. Ah, Feuer! Feuer, okay. So, was muss ich jetzt tun? Ich schätze mal, ich kann jetzt... Also, ich habe jetzt Sachen rausgenommen. Ich brauche hier auch keine Sachen reintun. Ich brauche jetzt... Eigentlich muss ich das hier jetzt mal kaputt machen können, oder nicht? Aber wie mache ich das? Ich bin aber wieder da. So... Das ist in dem Fall die Leertaste, eine sehr unübliche Taste, aber gut, kann ich mit leben. So, wenn ich jetzt die Leertaste gedrückt halte und dann kann ich kämpfen. Leertaste plus kloppen. Kloppi, kloppi, klopp, kloppi, kloppi, klopp. Okay, ich habe gekloppt. So, ich habe gekloppt und das ist auch gut so. Weil wenn ihr nicht kloppt, dann seid ihr schlechte Leute. Gut, jetzt wo wir rausgefunden haben, wie man kloppt, wollen wir erstmal gucken, was unser Typ hier, unser lieber York davon hält. Weil York ist ja eindeutig davon überzeugt, dass... irgendwelche Dinge vor sich gehen und Zack bestimmt auch Profiling starten. Okay. Profiling. Entschuldigung. Was macht er dort? Viele Fotos. Er macht viele Fotos. Looks like we're being welcomed. Man heißt Zack, I'll let you handle the meet and greet. Wer ist Zack? Bist du schizophren? Okay. Ist gut, Zack ist, wahrscheinlich sein schizophrener Freund und hier ist eine böse Mauer, durch die ich nicht gehen kann. Ich sehe in den Nebel kaum, was der Pfad könnte blockieren. Ist einfach mein wiegiges Risiko. Okay, da gehe ich halt nicht, kein Bock mehr. Denkt sich mein Typ so, hat keinen Bock mehr, ich gehe jetzt in die Richtung. Ja gut, ich habe auch keine Angst, hier einfach dumm herumzulaufen. Das macht doch so viel Sinn hier alles. Okay, ich meine, ich finde das ganz schön hier, ne? Ich finde das ganz spannend. Und frage mich auch, was Zack oder beziehungsweise York, ich weiß ja nicht, wer von beiden, also ich schätze mal, York ist ein bisschen dominanter als Zack.
Weil sonst würden die ja nicht die ganze. Sonst würde er ja nicht die ganze reden, sonst würde ja Zack die Kontrolle haben. Es sei denn, Zack ist York und York ist Zack, dann hätten die dieselbe Kontrollmöglichkeit. Und irgendwie. Hier Hunde. Hä?